Hallo, ihr Flugbegeisterten. Heute geht es um den Kunstflug. Und es geht nicht um den Kunstflug im Allgemeinen oder um was weiß ich, wie viele Kunstflugfiguren. Heute geht es ganz alleine um den Looping. Ein kleiner geschichtlicher Hintergrund und Information natürlich. Der Looping ist eine sehr geläufige Kunstflugfigur. Der Innenlooping wurde mit einem Flächenflugzeug das erste Mal am 9. September 1913 von Pjotr Likolangewitsch Nesterow geflogen. Ein Dreivierteljahr später ungefähr, am 19. Mai 1914, flog die erste Frau aus Russland, Lydia Sereva, auch einen ersten Looping, natürlich in dem Fall für die Frau. Den ersten Looping nach modernem Standard wurde 1928 von Gerhard Fieseler geflogen. Und ja, für alle, die sich ein bisschen auskennen, das ist genau der Fieseler, der auch den Fieseler Storch gebaut hat. Er war früher in der Kunstflugszene tätig, das heißt deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg, deutlich nach dem Ersten. Und über den Herrn Fiesler können wir später gerne mal berichten. Heute geht es um den Looping. Hier habe ich euch ein kleines Bild mitgebracht. Im Allgemeinen wird der Looping mit ziemlich hoher Geschwindigkeit geflogen. Man fliegt die Flächen gerade haltend, auch geradeaus. Irgendwann beginnt man, wenn man den Looping fliegen möchte, damit Höhenruderausschlag zu machen. Also man schlägt ein bisschen das Höhenruder aus, aber natürlich mit Gefühl. Zieht man eventuell zu viel am Höhenruder, kann es passieren, dass man nach kurzem Steigen ins Trudeln gerät. Macht man zu wenig Höhenruder, kann es passieren, dass man zwar steigt, aber keinen Looping fliegt. Das heißt, man braucht eine beherzte Menge und das liegt natürlich daran, dass man das Flugzeug kennt. Und dann weiß, wie viel man braucht. Man braucht eine gewisse Menge Höhenruder, um eben einen stehenden Vollkreis zu fliegen. Das nämlich ist ein Looping. Ein Vollkreis stehend oder hängend, aber immer sozusagen 90 Grad nach oben oder nach unten gerichtet. Das heißt, wir fliegen mit viel Motorleistung, hoher Geschwindigkeit, ziehen am Höhenruder, bis das Flugzeug ungefähr einen halben Kreis gemacht hat. In der Spitze des Loopings, und das ist auch wieder Trainingssache, bleiben wir ganz kurz mit dem Höhenruder auf neutral oder sogar ein bisschen tiefer. Erkläre ich euch gleich. Jedenfalls geht es dann weiter, die Sa Nase senkt sich, dann lassen wir die Leistung aus dem Motor raus. Also wir verringern die Leistung. Nehmen natürlich, um den Kreis wieder aufzunehmen, wieder die Höhenruder und bewegen das Höhenruder wieder im Prinzip nach oben. Weil wir aber auf Kopf fliegen, geht es dann so, dass wir wieder einen weiteren Halbkreis haben. Und wenn wir uns die Höhe ungefähr gemerkt haben, fangen wir das Flugzeug da ab und fliegen horizontal weiter. Hierbei entstehen ungefähr G-Kräfte. Ihr wisst, das ist praktisch das, was der Mensch wiegt. Ein Vielfaches. Hier wirken ungefähr 3 bis 3,5 G auf den menschlichen Körper. Das ist, wie gesagt, der Außenlooping aufwärts. Das heißt, man fliegt ganz normal konfiguriert, den Kopf oben haltend, und ein Innenlooping ist so, dass der Kopf immer im Kreis drinnen ist. Das ist ein Innenlooping. Das heißt, wir fliegen ganz normal, erhöhte Geschwindigkeit, volle Pulle Motorleistung, ziehen am Steuerknüppel, das Flugzeug steigt. Bis wir irgendwann den Scheitelpunkt erreicht haben, an dem lassen wir das Höhenruder einen Moment nach. Das Flugzeug beginnt sich wieder zu senken. Wir lassen die Leistung nach, ziehen wieder am Höhenruder, damit wir den zweiten Halbkreis fliegen, fangen das Flugzeug ab. Hier muss man sehr viel atmen und sehr viel Druck in die Lunge reinatmen und weiterfliegen. Das ist im Prinzip der Innenlooping aufwärts. Jetzt haben wir Innenlooping in Rückenlage. Ist sehr ähnlich wie der andere Looping, nur dass wir ihn falsch rumfliegen.
Das heißt, wir stellen das Flugzeug auf den Kopf. In dem Fall machen wir eine halbe Rolle. Aber die Rolle ist heute nicht Thema, sondern wirklich nur das, was notwendig ist, um den jeweiligen Looping fliegen zu können. Hier halten, innen, Looping in Rückenlage. Das heißt, wir kommen in Rückenlage in die Figur rein, nehmen die Motorleistung raus aus dem Flugzeug. Also hier fliegen wir deutlich langsamer als bei einem Innenlooping aufwärts. Nehmen dann den Steuerknüppel zu uns hin. Und die Nase senkt sich. Wir sind irgendwann Nase über, vorwärts auf die Erde zufliegend. Wir fangen das Flugzeug ab. Dann müssen wir hier in dem Bereich, bevor der Looping im Prinzip im Scheitelpunkt unten ist, müssen wir Gas geben, damit wir sozusagen beschleunigen und genug Leistung haben, um wieder weiterhin gezogen mit dem Steuerknüppel in die Aufwärtsposition zu kommen. Noch nicht alles. Wir lassen den Steuerknüppel immer noch da, wo er ist und fliegen weiter, bis wir sozusagen auf dem Punkt angelangt sind, wo wir vorher waren. Und das ist dann sozusagen der unterste bzw. oberste Punkt vom Looping und fliegen dann in der Horizontallage noch ein Stückchen auf dem Kopf weiter. Klingt alles ganz einfach, ist es aber in den ersten Momenten nicht. Man muss sich orientieren, man muss schauen, wo man ist und immer auch darauf achten. Hier ist es sehr schwierig, darauf achten, dass die Flügel in der richtigen Lage sind. Aber spätestens, wenn wir die Nase ausrichten in Richtung Horizont, darauf schauen, dass das Flugzeug auch horizontal liegt. Hier ist es schon wieder schwer, sich zu orientieren, fast unmöglich. Aber sobald die Nase wieder in eine Lage kommt, dass wir Horizont und ja, dass wir einen Horizont haben, können wir uns daraus ausrichten, das Flugzeug wieder auf eine horizontale Fluglage bringen und auch von der Flugrichtung her horizontal fliegen. Natürlich nach der Figur irgendwann mal wieder das Flugzeug in die richtige Lage bringen. So, aber was wäre ich, wenn ich nur zwei Arten des Loopings erklären würde? Wir haben dann noch den Außenlooping in Rückenlage. Das ist natürlich jetzt das schwierigste Looping im Prinzip, weil der von dem Körper unwahrscheinlich viel abverlangt. Und natürlich werden wir nachher in Kürze, nachdem ich alle Looping-Sorten durch habe, das ist noch der hier und ein vierter, das Ganze mal praktisch mit euch durchnehmen. Hier kommen wir als Pilot in Rückenlage angeknattert. Geben natürlich ziemlich viel Leistung in den Motor herein. Erstens mal ist es so, dass ein Flugzeug, auch ein Kunstflugzeug in der Rückenlage, ein kleines bisschen mehr Leistung braucht als in der Normalfluglage. Das heißt, wir brauchen sowieso etwas mehr Leistung. Und dadurch, dass wir jetzt sozusagen ja wieder das Flugzeug aufwärts fliegen, brauchen wir auch eine hohe Geschwindigkeit und eine hohe Motorleistung, um eben, und hier machen wir es genau andersrum, den Knüppel drücken wir von uns weg. Dann hebt sich das Flugzeug. Zuerst gucken wir starr in den Himmel. Wir haben überhaupt keine Orientierung, wo wir sind. Haben wir die Flügel vorher gut austariert, dass wir sozusagen in der horizontalen Fluglage sind, sollten wir hier um ganz wenige Grad nur abweichen, wenn wir in der Lage sind, die Querruder nicht zum Ausschlag zu bringen. Ist nicht ganz einfach, aber sobald wir am Scheitelpunkt angekommen sind, ist es fast genauso wie beim anderen Innenlooping. Wir geben ein bisschen Tiefenruder in dem Fall, beziehungsweise neutral, senken die Motorleistung, ziehen den Knüppel, stoßen den Knüppel wieder von uns weg, also drücken, um dann sozusagen den Looping in die nächste Hälfte zu bringen. Und hier ist es schon schwierig für uns, für den Körper. Und hier ist es wieder sehr, sehr schwierig. Wir haben hier minus 3G und minus G wirkt sich auf unseren Körper sehr, sehr viel stärker als positiv G aus, weil hier die gesamte Blutluftlast in unseren Kopf reingedrückt wird. Und das ist schon erheblich schwer. Das ist nicht einfach für den Körper. Das sind Dinge, die müssen trainiert werden. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Und ich weiß nicht, inwiefern der Flugsimulator diese Figur gut zulässt. Jedenfalls, wenn wir hier sind, wieder daran denken, wenn wir noch gucken können, die Flügel gerade auszurichten
Und wir kennen das aus dem Looping heraus, beziehungsweise Positiv-G-Belastung bringen uns zum Blackout. Also das heißt, es wird uns dunkel vor Augen, beziehungsweise schwarz. Umgekehrt ist es bei Minus-G, kriegen wir Red-Out, das heißt, für uns läuft das Blut in die Augen und wir sehen tatsächlich rot, bis hin, dass wir nur noch rot sehen. Also es ist so ein Übergang, man sieht erst ein bisschen rosa, ein bisschen dunkel, ein bisschen orange und es wird immer dunkler rot, wobei das natürlich auch von Mensch zu Mensch verschieden ist. Der eine sieht es in Stufen, der andere kriegt es fast sofort. Hier, wie gesagt, wieder eine sehr, sehr hohe Negativ-G-Belastung. Aber wenn wir das schaffen, dass wir das Flugzeug ausrichten, dass unser Körper gut trainiert ist, dass wir noch weiterhin gut sehen können, müssen wir hier auch wieder die Fluglage oder die Flügellage zum Horizontalen ausrichten, weiterfliegen und natürlich drehen wir uns dann irgendwann mal wieder in die Normalfluglage, damit wir sozusagen aus der Gefahr herauskommen, dass uns das gut im Kopf steigt. Das kann letzten Endes unbeachtet auch tödlich enden. Dann haben wir jetzt noch eine letzte Looping-Art. Das ist sozusagen der Außenloop, wie wir ihn vorhin auch vorgelesen haben, der Herr Gerhard Fieseler 1928 geflogen hat. Wir kommen in Normalfluglage angeknastet, nicht zu hoher Geschwindigkeit, weil wir werden das Flugzeug ja sozusagen gleich in eine Art Sturzflug bringen. Das heißt, wir drücken hier ganz simpel gesagt den Knüppel von uns weg. Auch das, die Menge und so weiter, hängt vom Flugzeug ab, von den Gefühlen. Wie groß soll der Looping sein? Wie groß ist die Motorleistung? Das sind alles Dinge, die sozusagen stark voneinander abhängig sind. Hat man jetzt zum Beispiel irgend so einen Jet-Fighter, der hat ja irrsinnig viel Kraft. Manche davon haben mehr Kraft, als sie selbst wiegen. Das heißt, der Schub ist größer als das eigene Gewicht. Und der Nachbrenner zum Beispiel, dann kann ich sozusagen fast endlos oder endlos in den Himmel aufsteigen. Dann kann ein Looping natürlich auch riesig groß werden. Habe ich jetzt eine Cessna 152 und ich nehme damit ein bisschen Anlauf, dann kann ich auch ein Looping schaffen. Aber der darf nicht zu weit sein, weil sonst die Geschwindigkeit irgendwann nachlässt und ich habe den Scheitelpunkt noch gar nicht erreicht. Hier haben wir es halt anders. Wir fliegen relativ gemütlich an. Tuckel, 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 tuckel. Drücken den Steuerknüppel wieder von uns weg, tuckel, 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 aber hier erreichen wir dann eine höhere Geschwindigkeit. In dem Bereich hier, bevor wir sozusagen an dem Scheitelpunkt unten angekommen sind, müssen wir richtig ordentlich Gas geben, weil ab hier hat die Maschine wieder zu arbeiten, hier muss sie aufwärts. Also ich sage so mit Absicht ab hier, weil irgendwann ist natürlich der Schwung weg, den wir aus dem Anfangsstadium des Loopings nehmen, weil wir haben ja noch immer unsere Leistung vom Gewicht her, aber wie gesagt, wir brauchen ja noch Motorleistung, damit wir wieder dahin kommen, wo wir hinwollen. Ist hier volle Pullereien, immer noch den Steuerknüppel von uns weggedrückt und nach oben. Jetzt, das gilt natürlich für alle Arten des Loopings, habe ich ja immer wieder gesagt, dass wir hier kurz im Scheitelpunkt genau das Gegenteil von dem machen, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Das heißt, beim positiven Looping habe ich ja eigentlich gezogen, im Scheitelpunkt kurz gedrückt oder neutral gehalten und dann wieder gezogen. Hier ist es ja anders, hier drücke ich und damit sozusagen der Kreis nicht so eierig wird bei mir, sondern sehr viel schöner rund, müssen wir diese Bewegung machen. Ich sage jetzt mal, wenn das jetzt ein aufrechter Looping wäre und wir würden hochfliegen und wir hätten hier immer noch die gleiche Menge Höhenruder, würden wir plötzlich einen Knick machen. Weil ja ab hier sozusagen die Schwerkraft das Flugzeug nach unten ziehen möchte. Und um denen entgegenzuwirken, machen wir das Ruder kurz in eine andere Position. Und das gilt natürlich auch für die Gasgeschichte. Wir würden hier, wenn wir das Vollgas fliegen würden und würden dann drücken, eine hier noch deutlich höhere Geschwindigkeit erzielen. Und hier hätten wir dann sozusagen diese Negativbelastung auf nicht nur auf dem Körper, den hat ja auch das Flugzeug. Und würden wir die Geschwindigkeit erhöhen, also würden wir hier mit hoher Geschwindigkeit kommen, erhöht sich die Geschwindigkeit hier in dem Bereich. Und hier könnten wir sozusagen in die Gefahr kommen, dass die Geschwindigkeit höher wird als die Belastungsgrenze des Flugzeuges. Deshalb immer mit dem Gas spielen. Und dann sollte sowas auch funktionieren, weil wir müssen natürlich, wenn wir Kunstflug machen, immer auf die
Belastungsgrenze dessen achten, was wir gerade benutzen. Natürlich ist ein Kunstflugzeug stabiler als ein alter Doppeldecker und so weiter und so fort. Ja, und eines vorweg, bevor ich mich jetzt in den Flugsimulator setze und das Ganze mit euch nochmal praktisch probiere, sei gesagt, ich bin kein Fluglehrer, ich bin kein echter Pilot. Also, alles, was ich hier sage, gilt im Prinzip für den Flugsimulator, gilt für den Modellflug, kann für den echten Flug gelten, gilt aber in dem Sinn nicht, weil ich nicht geschult bin und keine Lizenz habe. Und deshalb, das hier ist nur ein Video für Modellflieger und für Simulatorfreunde, nicht für reale Piloten. So, Dankeschön, dass ihr diesen Hinweis entgegennehmt. Der ist sehr wichtig, finde ich, dass man da einfach einen Unterschied macht. Jetzt sind wir in meinem geliebten Microsoft Flight Simulator und ich habe natürlich extra für euch etwas mitgebracht. Ich muss nur die richtigen Knöpfe drücken, jetzt wieder die Pause wegmachen. Ihr kennt es schon, ich bin hier an der Hahnweide oder auf der Hahnweide. Okay, und ja, dann werden wir einfach mal starten. Was ist denn das hier? Habe ich irgendwelche Lampen? Okay, damit wir richtig beleuchtet sind, was ja ganz wichtig ist, werde ich jetzt mit euch gemeinsam abheben und zusehen, dass wir die verschiedenen Looping-Sorten hinkriegen. Ich verspreche euch keine Perfektion. Dafür bin ich zu wenig trainiert, dazu habe ich das zu wenig geübt. Aber natürlich habe ich schon mal den einen oder anderen Looping geflogen. Natürlich habe ich kurz vor dem Video ein paar Proberunden geflogen. Und eine wichtige Sache, die gilt natürlich genauso für Realpiloten, für Modellpiloten und für uns Simmer. Wie immer, wir sind Simmer, darauf achten, dass wir genug Höhe haben. Ist das jetzt sehr wichtig für den Simmer? Also bei mir ist es so, wenn ich, wie soll man sagen, abstürze, ist das eine peinliche Geschichte. Und das ist mir peinlich, wenn ich alleine bin. Das ist mir aber noch peinlicher, wenn mir andere dabei zuschauen. Ist es wichtig für den RC-Piloten? Solange wie sein Flugzeug nicht über irgendwelchen Personen fliegt, ist es nicht wichtig, aber er behält sein Flugzeug halt. Und es bleibt ganz. So, jetzt mache ich schon mal eine Sache. Ich fliege einen halben Looping mit euch. Ihr seht, ich versuche das Flugzeug gerade zu halten. Jetzt sind wir auf den Kopf. Und ich mache eine halbe Rolle. Wie gesagt, es werden heute nur halbe Rollen geflogen, keine ganzen. Und ich bin wieder auf der Höhe vom Flugplatz. Ihr seht, ich habe die Linie beibehalten. Warum das so ist, komme ich gleich drauf. Jetzt haben wir 2600 Fuß geteilt durch 3, kann man über den Daumen machen. Sind wir so 800 Meter hoch, ungefähr. Jetzt sind wir schon relativ schnell. Und natürlich ist das Erste, was ich fliegen werde, ein ganz normaler Looping, ein Innenloop, wie man so schön sagt. Und ihr seht, es ist sogar ein bisschen windig. Das ist natürlich gar nicht so von mir gewollt. Ich dachte, ich habe einen schönen Tag getroffen, aber egal. Jetzt fliegen wir einfach mal gemeinsam den Innenloop. Das heißt, ich habe jetzt Vollgas, ich ziehe die Nase hoch. Ich sehe zu, dass ich das Flugzeug möglichst gerade halte. Ab jetzt kann ich es nicht mehr bestimmen, ob es gerade bleibt. Jetzt habe ich den Rückenflug erreicht. Jetzt schauen wir mal. Nein, ich muss das Flugzeug ein bisschen ausrichten. Gas raus. So, jetzt lasse ich das Flugzeug kommen und ich drehe schon wieder, ich ziehe es schon wieder am Knüppel. Das Flugzeug ausgerichtet und ja, ich habe 600 Fuß, was so 200 Meter sind. Ich bin zu tief angekommen. Ich bin 200 Meter tiefer, als ich angefangen habe. Das ist prinzipiell nicht schön und nicht richtig. Der Flugbeobachter von außen sieht den Unterschied. Ich merke es nicht, aber der Zuschauer sieht es und denkt, boah, der Flieger Michel, große Fresse, aber kann nicht mal ein Looping fliegen.
Aber ihr merkt schon, dass Kunstflug trainiert werden möchte. So, ich mache jetzt wieder einen halben Looping. So, wir sind wieder auf dem Kopf, fast auf dem Flugplatz ausgerichtet. Wir fliegen wieder drauf zu. Wie gesagt, das Kunstflugprogramm besteht heute aus halben Loops, ganzen Loops und halben Rollen. Wenn ich wieder kurz über dem Flugplatz bin, mache ich eine halbe Rolle und dann versuche ich mal ganz entspannt einen Außenlooping stehen zu fliegen. Mal gucken, was die G-Kräftebelastung des Piloten hier sagen. Es könnte sein, dass mir rot wird vor Augen. So, wir sind über dem Flugplatz. Jetzt halte ich die Maschine kurz so. Lasse natürlich die Leistung drin. Ihr seht, wir steigen weder, wir sinken nicht. Und jetzt mache ich den Negativ-Looping nach außen. Jetzt rauscht uns das Blut im Ohr. So, Gas weg in der Abwärtsbewegung. Eine halbe Rolle. Und weil ich nicht so viel gesehen habe, habe ich natürlich das Flugzeug jetzt leicht versetzt. Irgendwo ist die Leistung jetzt komisch gewesen, habt ihr es gemerkt? Das Flugzeug hat sich verschluckelt. So, dann werden wir jetzt ordentlich Höhe gewinnen. Weil jetzt kommt meines Erachtens der fieseste Looping überhaupt. Das ist der Außenlooping, aber in Normalfluglage angeflogen. Dafür braucht man ordentlich Höhe, finde ich. Also man sollte es nicht zu tief angehen. Und da ich sozusagen ja versetzt aus dem letzten Looping herausgekommen bin, machen wir jetzt eine ganz normale Schleife auf dem Flugplatz zu. Also wir fliegen eine ganz normale Rechtskurve, eine enge Steilkurve, immer noch mit Nase hoch. Da hinten ist der Flugplatz, seht ihr ihn? Da unten ist er. So, jetzt kann ich euch ja erzählen, normalerweise wird Kunstflug immer in Richtung der Land... Was heißt normalerweise? Ja, bei uns in Deutschland ist das so. Ich glaube, es ist sogar Vorschrift. Formationsflug gibt es Ausnahmen, aber normal finden Kunstflugfiguren so statt. Und ja, niemals über Publikum oder Zuschauer hinwegfliegen, Parkplätze und so weiter und so fort. Da hat ein Kunstflugpilot während seiner Vorführung absolut nichts verloren. Er hat nur auf der Seite der Landebahn und Startbahn zu fliegen. Und deshalb macht man das im Prinzip auf so einer gedachten Linie. So, jetzt sind wir 5000 Fuß hoch, das ist eine ganze Menge. Ich habe ja gesagt, Leistung raus, damit wir nicht mit zu hoher Geschwindigkeit anfangen. Und ich sehe mal zu, dass wir den Horizontalflug einigermaßen horizontal hinbekommen. Ihr seht, jetzt bin ich so bei 110 Knoten. Bei 100 Knoten habe ich die Fahrt raus. Und dann kommt es, den Knüppel von mir drücken. Da seht ihr den Flugplatz.
Schon wieder bin ich nicht auf der gleichen Höhe angekommen, wie ich losgeflogen bin. Wir waren vorhin bei 5000 Fuß. Und ihr habt gesehen, ich war ziemlich nah am Boden, als ich diesen Red Out bekommen habe. Ich werde schauen, ob man das irgendwie wegstellen kann, dieses Black und Red Out, damit man es deutlicher sehen kann und ich es besser erklären kann. Heute habe ich es drin gelassen. So, welchen Looping fehlt jetzt noch? Ah, jetzt fehlt noch der, wo ich auf dem Rücken den Außenloop fliege. Und ich glaube nicht, dass das was wird. Aber wir probieren es halt. Das heißt, ich mache ein bisschen Höhe. Ich könnte jetzt einfach auf den Kopf... Ah, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Also, Gasleistung raus, halber Looping abwärts. Hier wieder mit Geschwindigkeit, mit Leistung in den Looping reinfliegen, natürlich. Ich bin jetzt über dem Platz, drehe die Kiste halt auf den Kopf. Aber gerade. So, und jetzt steige ich. Oben angekommen, bisschen Höhenruder nachlassen, wieder runterdrücken. Ja, Glück, dass ich wieder was sehen kann. Und nach dem Looping wieder mit einer halben Rolle herausfliegen. Und auch hier bin ich versetzt zum Flugplatz aus der Rolle rausgekommen. Ja, ihr seht, es ist Übungssache. Aber ihr konntet irgendwo die Ansätze sehen, wie es ungefähr passiert, wie es ungefähr sein soll. Ich habe erst vor, nachdem ich alle Flugmanöver mal erklärt habe, nachdem wir sie theoretisch und praktisch durchgeflogen sind, habe ich vor, mal ein kleines Kunstflugprogramm tatsächlich zu fliegen und das dann im Ganzen vorzustellen. Das jetzt war es zum Thema Kunstflug und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wer möchte, kann jetzt abschalten. Wer gerne möchte, kann natürlich jetzt noch bei der ausstehenden Landung dabei sein. Und jetzt muss ich erstmal, ich habe mich jetzt tatsächlich leicht verflogen, zum Flugplatz zurückfinden. Ich glaube tatsächlich, dass gar nicht so viele Flugsimulator-begeisterte Kunstflug ausüben, weil es ist relativ kompliziert, es ist gar nicht so einfach, wie sich das immer anschaut. Aber ihr kennt ja einen meiner Lieblingssprüche, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und es ist nicht unmöglich, es zu lernen. Und ich sag mal, die Standardgeschichten sind nicht so schwierig. Standardgeschichten sind fast alle auch im Simulator möglich. Es gibt ein paar Geschichten, die sind nicht möglich. Das geht dann aber viel, viel mehr auf den 3D-Kunstflug hin. 3D-Kunstflug ist ja im Prinzip, oder Freestyle, wo Piloten Dinge machen, die man einfach für unmöglich hält. Und das kann der Flugsimulator definitiv noch nicht. Er kann auch noch gar nicht alle Figuren. Also ich glaube, gerissene Rollen habe ich bisher noch nie gut hingekriegt. Und da hinten haben wir den Flugplatz, seht ihr da?
Und ich mache mal jetzt eine Sache, die ich selten, selten mache, aber die möglich ist. Ich probiere mit euch meinen Rückenwindanflug mit einer Kunstflugmaschine auf dem Flugplatz Hahnweide. Und ich mache das mit Absicht. Es ist ein wenig knifflig. Erstens habe ich ganz, ganz leichten Rückenwind. Und zweitens fällt die Landebahn in die Richtung ab. Und deshalb ist es sozusagen fast doppelt kniffelig. So, das ist die schwierigste Landung auf der Hahnweide schlechthin. Weil, wie gesagt, es geht leicht bergunter und die Extra 300 hat einen ziemlich guten Gleitwinkel, muss ich sagen. Also, ich stelle immer wieder fest, es macht Spaß, aber es ist auch nicht ganz ohne Anspruch, dieses Flugzeug zu landen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Und wie gesagt, alles original, nichts beschönigt. Auch mein krummer letzter Looping war echt, ist echt. Und üben, üben, üben. Man kann nur besser werden. In dem Sinne, schön, dass ihr da wart. Ade, euer Flieger Michel.